Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. Jetzt endlich wieder auf dem richtigen Spielstand. In der letzten Folge habe ich euch ja mit einem richtig fiesen Cliffhanger hier zurückgelassen und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal nach, was sich in diesem Haus hier befindet. Oh, Hilfe nicht schlagen, bitte verschone mich. Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort, aber ich tue keiner Seele etwas zu leid und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gern mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl, es gibt allerdings eine Legende, die man sich unter den Dämonen erzählt. In hier ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Schluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Wirst du das für mich tun? Sehr gerne. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln. Überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenort ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen, das steht außer Frage. So, und wie gesagt, das ist jetzt so die Hauptnebenquest des Spiels. Die Juwelen der Güte sind so das Collectible und für jede abgeschlossene Nebenquest können wir Juwelen der Güte erhalten und kriegen hier bei Morsego immer wieder Belohnungen. Sprechen wir mal mit dir. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war. Okay. Ich werde veranlassen, dass dieses Mädchen schon morgen früh zu seiner Familie zurückkehrt. Bitte richte den Eltern meine liebsten Grüße aus und vergiss nicht, die Juwelen der Güte zu sammeln. Für den Anfang reichen wohl 5 Stück. Ich kann euch gleich sagen, dass 5 nicht reichen werden. Allerdings können wir die jetzt sehen. Natürlich können wir Quests auch tagsüber abschließen, dann bekommen wir auch die Juwelen der Güte. Es gibt nur das ein oder andere Juwel, das einfach so rumliegt. Da werden wir jetzt gleich auch ein paar sammeln. Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, wie viele es insgesamt gibt. Also die hier einfach so offen rumliegen. Muss ich jetzt einfach mal schauen. Schleime. Aber dann haben wir ja auch Zeit, hier ein bisschen den Wolkenhort bei nachts genauer unter die Lupe zu nehmen. Weiß gar nicht, wo ich jetzt am besten anfangen soll. Die liegen einfach so rum. Also die sieht man sofort. Ach, komm, Alter. Was war das gerade für ein Lag? Spiel bitte. Würdest du bitte nicht. So laufe flüssig. Wer wohnt denn hier? Muss ich mal ganz kurz reingehen. Zum einen habe ich dann auf der Karte markiertes Haus und zum anderen interessiert mich, dass wer hier wohnt. Guten Abend, oh, ist der gruselige Wahrsager. Ich gehe wieder. Nee, der macht mir Angst. Oh Gott, das ist gerade voll peinlich, dass ich nicht mehr weiß, wo die Juwelen der Güte rumlagen. Ich weiß, dass es mindestens 10 hier im Wolkenhort verteilt gab. Oh, da haben wir einen Käfer. Ich muss mich erstmal um die Gegner hier kümmern. Das ist alles zu viel und der Käfer ist jetzt leider auch
okay, nein, wir haben einen Wolkenhirschkäfer. Das hat so funktioniert. Wunderbar. Unser erster Käfer. Yay! Den wir auch komplett ohne Netz hätten bekommen können. Den Rubin nehme ich natürlich auch mit. Nachts sind diese bösen, miese, miese Kätzchen. Böse, 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 böse. Okay. Reicht jetzt auch. Die greifen einen nachts an. Haben wir hier... Nee. Da kann... Nein, nein, die müssten eigentlich schon rumliegen. Kommt schon wieder so ein Kätzchen angerannt. Machen Abgang. Wo wir auf jeden Fall einen kriegen, das weiß ich. Ach komm, verzieh dich. Ist an dem Ort, wo wir unseren Wolkenvogel gerettet haben. Denn der hat da auch ein Juwel der Güte verloren. Allerdings haben wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Da wir damals ja, wie gesagt, Link, nicht die Wand hochklettern, noch keine Juwelen der Güte sehen konnten. Lasst mich alle in Ruhe, blöde Gegner. Oh, ein Glühwürmchen. Wunderbar. Ein Wolkenglühwürmchen. Ja, hier können wir ja... nein, 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 lasst mich alle in Ruhe. Ich will nur das Juwel einsammeln. Ausdauer, füll dich auf, bitte schneller. Ich möchte mich hier, ehrlich gesagt, nicht mit den Gegnern rumschlagen. So, hier haben wir eins. Wunderbar. So, die haben wir hier unten, genau. Das sind quasi die Key-Items, die man nicht benutzen kann, aber sammeln. Und hier haben wir eins. Wunderbar. Ich meine... Wir haben auch noch eins bei der Statue der Göttin. Nein, du sollst schon... was war das denn, Link? Zum Glück sind die Vogelreiter auch nachts unterwegs mit ihren Lampen. Ach so, ich darf ja nachts überhaupt nicht reiten. Ich bin doof, sorry. Voll vergessen, dass ich nachts überhaupt nicht reiten darf auf meinem Vogel. Weil wir keine zugelassene Glühbirne dran haben. Ach ja, hier gab es ja zum Glück eine Abkürzung. Ah nee, warte mal. Nee, das war was anderes. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Gab es denn die Abkürzung? Na egal, ich renne jetzt einfach. Ich lass die Gegner jetzt Gegner sein. Na, lasst mich alle... Nein, komm. Dann nehme ich euch halt mit. So, dann laufen wir halt den ganzen Weg zur Statue der Göttin. Mensch. Mensch, das hat jetzt wesentlich länger gedauert, als ich eingeplant hatte dafür. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Und du auch, böse Miezekatze. Da wäre ein Grashüpfer gewesen. Na egal, den habe ich jetzt, da bin ich jetzt vorbeigerannt. Ah.
So. Und ich meine, dass hier noch ein Juwel der Güte rumliegt, nicht? Danke. Nicht? Hier? Grashüpfer? Hallo? Hallo, da... Link. Okay, dann nicht. Dann nicht! Gut, dann suchen wir uns ein Bett zum Schlafen, bis Tag ist. Damit wir Kikis Mutter Bescheid geben können, dass ihre Tochter in Sicherheit ist. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo wohnt Kikis Mutter? Habe ich das schon auf der Karte? Das war nicht die Karte, das ist die Karte. Alter, ist meine Wiimote wieder dekalibriert. Kuku, Wahrsager, Friedhof, Turm des Lichts, Dorfplatz, nein. Gut. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ein Bett. Hoffe ich. Guten Morgen. Ah, das wird wohl heute wieder ein leckeres Süppchen. Es ist mitten in der Nacht. Warum ist das Kind noch nicht schlafen? Das Kind sollte um diese Uhrzeit eigentlich schlafen. Wunderbar. So, die sind jetzt natürlich nicht mehr zu Hause. Die treiben sich draußen irgendwo rum. Jetzt muss ich natürlich das Haus von Kiki finden. Das ist die Lagermeisterin. Sorry, meine Orientierung im Wolkenhort ist ein ganz schönes Uff. Die Häuser habe ich noch nicht. Deswegen werde ich jetzt auch mal in alle Häuser reingehen, damit ich die auf der Karte markiert habe. Ah ja, das sind die Trankbrauer. Link, geh raus. Mit dem Kind, mit der Wiege. Hier könnte es sein. Ah ne, Moment. Hier ist, glaube ich... Ah ne, doch, das könnte es sein. Nee. Mein Junge ist heute schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Es mag ja sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag ist es so zu verdrecken. Das klingt sehr anstrengend. Dieser Junge bringt mich noch um den Verstand. So ein Dreckspatz. Ständig wackelt er bis spät in der Nacht an diesem Roboter unserer Vorfahren herum. Wozu soll das denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Haltet euch das mal im Gedächtnis. Das wird noch wichtig. So, Freunde, dann würde ich aber sagen, werde ich mal offscreen in alle Häuser hier im Wolkenhort kurz reingehen. Und hoffe, dass die Folge euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.